Sie sind hier, 11. Januar 2019, 6.19 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Rudolf Mollicker schafft erstmals die Qualifikation für ein Grand Slam-Turnier. Urheberrecht Getty Images. Mit Rudolf Mollicker steht der 7. deutsche Spieler im Männerfeld der Australian Open. Für den Berliner ist es die erste Grand Slam-Teilnahme. Der 18 Jahre alte Rudolf Mollicker hat bei den Australian Open in Melbourne zum ersten Mal in seiner Tenniskarriere den Sprung ins Hauptfeld eines Grand Slam-Turniers geschafft. Der talentierte Berliner setzte sich im Finale der Qualifikation gegen Oscar Otte aus Köln 4:6, 6:4, 7:5 durch. Mollicker wehrte im dritten Satz zwei Matchbälle seines 7 Jahre älteren Gegners ab. Weltranglisten 207. ist der 7. deutsche Spieler im Männerfeld. Dort trifft er am Montag auf den an Position 18 gesetzten Diego Schwartzmann aus Argentinien. Der frühere Davis Cup-Spieler Dustin Brown, Vinson, Aller und Mats Moran, Mülheim, Ruhr, verpassten am Freitag die Qualifikation für das Hauptfeld. Bei den Frauen verlor Antonia Lodner, Düsseldorf, ihr Qualifinale gegen die Russin Anna Kalinskaya mit 6:7, 3:7, 3:6. Damit bleibt es bei 6 deutschen Spielerinnen, die ab Montag ins erste Major-Turnier der Saison starten. Von Sportinformationsdienst.